Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Monatsenergie für jedes Sternzeichen. Und wir machen das jetzt mal ein bisschen anders, muss ein bisschen anders, da wir jetzt mal erstmal eine Grundenergie für den August ziehen. Die machen wir ganz einfach mit 4 Häusern und 4 Karten. So, was ist im August überhaupt die Grundenergie? Was jeder daraus macht, ist wirklich seine Sache. Das ist jetzt ist nichts Feststehendes, aber die Grundenergie sagt, wo tue ich mir leicht, wo tue ich mir schwerer und so weiter. Dann brauchen wir 4 Karten dazu. Und dann schauen wir mal. Ach, nehmen wir die. So, und wir gucken. Wir haben im ersten Haus Zuwachs, also einen Gewinn. Wir dürfen etwas verabschieden und bekommen einen Gewinn. Also das Haus bleibt immer das Haus. Das Haus ist Gewinn, also haben wir auch einen Gewinn. Aber nicht an Negativität, sondern nicht an Positivität, sondern wahrscheinlich an Negativität, sonst wäre ja kein Abschied da. Im zweiten Haus haben wir Hilfe. Hilfe, Angst, das ist das Haus der Angst. Wir haben Angst vor Einschränkungen. Also, hier wird irgendwas verabschiedet, wir haben Angst vor Einschränkungen. Also sollte es nicht sein, das ist das Haus der Krankheit, die uns Angst macht, das ist dieses Haus. Aber wir sehen ja schon, wir dürfen uns verabschieden. Also die Grundenergie im August, warte mal, was wir erstmal da machen. Das vierte Haus ist von außen, also das Kollektiv, das sind wir alle. Und das passt in dieser Grundlegung sehr, sehr gut rein, ist die Zauberin. Sehr schön. Ich habe meinen Zauberstab verloren. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich habe jetzt meinen ganzen Schreibtisch aufgeräumt und er kommt nicht mehr. Keine Ahnung, wo ich den hingetan habe. Jetzt habe ich einen Stecker, weil mit Finger hasse ich das. Also, Grundlage. Grundlage August haben wir Angst. Angst vor Einschränkungen, Einschränkungen an sich. Aber wir dürfen auch vermehrt sehen, dass das rausgeht. Denn das Kollektiv hat die Energie des der Zauberin. Das heißt, hier kommt im Kollektiv, in uns alles, im Kollektivfeld, im Denken der Bevölkerung, im Handeln der Bevölkerung etwas sehr Positives hinein, positive Situationen, wo man wieder Hoffnung hat, wo man wieder Mut kriegt, wo man sagt, jetzt reicht's und so weiter, dass hier die Einschränkung und die Angst verabschiedet wird, weil man hier erkennt, so sollte es nicht sein, diese Krankheit der Angst muss man einschränken. Hier ist die Angst und es wird eingeschränkt. Und die Zauberin, und darum darf ich es jetzt so sagen, weil wir haben nicht Angst, dass wir eingeschränkt werden, sondern wir verabschieden das. Wir lassen uns nicht mehr einschränken. Also hier ist eine Kollektivenergie, Energie über Deutschland, die nach vorne schauen lässt, die uns auch zeigt, dass es besser werden kann. Wir verabschieden wirklich Angst und Einschränken und bekommen mehr Mut, mehr zu tun. Das heißt jetzt im Allgemeinen für alle Sternzeichen dann, dass hier Mut hinzukommt, dass hier das Tun hinzukommt und immer wieder schöne Gelegenheiten, schöne Situationen und so weiter, die mir das auch zeigen. So, das ist die Grundenergie vom August, also etwas sehr Positives, die Angst geht raus. Und jetzt kommen wir zum ersten Sternzeichen und ich werde unten... Ich hoffe, dass ich diesmal dran denke, alles verlinken, dass ihr bloß noch auf die Knöpfe drauf drücken müsst, wo euer Sternzeichen ist. Bis gleich. Grüße und herzlich willkommen, mein lieber Schütze, zu deiner August-Energie. Wie du siehst, habe ich die Häuser schon ausgelegt, die kommen alle da raus. Das ist bloß immer so gefitzelt zum Hinlegen, das wollte ich dir ersparen und darum habe ich sie schon gezogen. Und deine Energien ziehen wir jetzt. Die erste Reihe ist die Reihe... Was darfst du im August abschließen? Was kommt neu hinzu? Mit welcher Energie kommst du rein? Und so weiter. So ein kleiner Überblick. Und da haben wir die erste Karte, dich selber. Also du bist schon mal sehr, sehr, sehr präsent im August, mein lieber Schütze. Die zweite Reihe ist das, was dich selbst betrifft. Also was dir am meisten schmerzt, am meisten freut, am meisten... beeindruckt oder, was halt für dich jetzt in dem August sehr wichtig oder prägend ist, je nachdem. Dann haben wir diese hier. Und die letzte Reihe ist das, was von außen auf dich zukommt. Und das sind immer Sachen,
die man nicht selber planen kann, die man, du kriegst unerwartet Besuch von einem Freund, der schon lange nicht mehr da war. Der kommt vorbei, weil er gerade in der Nähe war, ohne Bescheid zu sagen. Das ist etwas, das kannst du nicht planen, da hast du keinen Einfluss drauf. Das passiert einfach, sage ich jetzt mal. Das ist zwar auch immer alles, immer irgend so, hat auch einen Grund, aber lassen wir das mal so tief, wollen wir da so gar nicht reingehen. Das kannst du nicht oder beeinflusst du meistens nicht. So, und wir beginnen. Du gehst in den August, etwas ist vorbei, Ende. Also, du gehst in den August und beendest etwas. Also, hier beginnt wirklich etwas Neues. Irgendeine Zeit, irgendein Zyklus, irgendetwas ist wirklich vorbei. Und das betrifft dich ganz alleine. Also, ist nicht deine ganze Familie. Natürlich ist die davon natürlich auch betroffen, ganz klar. Aber es ist wirklich für dich. Hier geht etwas raus. Und zwar haben wir hier schlechte Gefühle, Pessimismus aus dem Gefühl heraus. Also du fühlst dich irgendwie nicht wohl, irgendwas geht zu Ende oder ist nicht so schnell, dass zu Ende geht. Lange Zeit. Das ist aber logisch. Das ist nein, nicht logisch. Das ist etwas, was ich selber schon erlebt habe, dass man, selbst wenn man etwas Negatives, hier das Ende von etwas Negativem, was lange Zeit in dein Leben war, was lange Zeit Pessimismus und Missmut hervorgebracht hat, dass man da sogar ein bisschen das ein bisschen festhält, weil man es so lange hatte. Aber das geht zu Ende, was lange Zeit hier in deinem Leben war, was negativ war. Hier kommt die Erfüllung. Also, hier kommt etwas Neues und du hast gelernt, das zu vollenden. Also das war ein Lernauftrag. Mit diesem Lernauftrag gehst du in den August, der jetzt zu Ende ist. Du hast deine Prüfung geschafft, du hast sie positiv absolviert. Das kann jetzt Anfang August sein, aber du kannst auch schon so reinkommen. Also entweder es passiert jetzt im August, dass hier wirklich etwas Pessimistisches, etwas Negatives aus deinem Leben gehen, weil hier ist die Erfüllung, das Lernen im Haus der Erfüllung. Du hast gelernt, du hast dein Lernziel erreicht, du hast es erfüllt. Das ist schon mal eine sehr, sehr, sehr schöne Vorgabe, liebe Schütze, weil hier etwas ganz Neues passiert. Dann haben wir hier Meldungen und Botschaften für dich, die du auch erwartest, auf irgendeine Art und Weise. Dann haben wir für dich die Zauberin. Und die liegt in der Mitte. Deine Zauberin liegt in der Mitte der ganzen Karten, im Kartenbild. Das heißt also, hier kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Ist egal, was hier rumliegt. Hier ist das Haus der Zauberin und da liegt die Erfüllung drin. Also das ist also sehr kräftig. Sehr, sehr, sehr kräftig. Die beste Karte liegt... Nein, das beste Haus liegt die zweitbeste Karte drin. Also hier kommt große Erwartung, die absolut erfüllt werden. Magisch, durch Situationen. Ist egal, was hier noch kommt. Der August wird klasse, lieber Schütze. Und hier haben wir noch Tatkraft, Energie. Und hier haben wir eine Geldkarte, die hier tatkräftig mit Energie in dein Leben kommt. Und das ist für dich. Du hast das selber gemacht. Du bist die Erste. Also das ist deine Präsenz. Deine Energie hat das gemacht, ist das. Du gehst hier vollendet in ein neues Leben, was du erwartet hast. Und das ist, finde ich, jetzt schon ganz gut. Und vor allem ist ganz logisch, hier steht die Veränderung, weil du es gelernt hast. Du hast wirklich lange Zeit daran gearbeitet. Du hast daran gelernt. Du hast aufgepasst. Du hast was verändert und so weiter. Und erwartest das, darum auch diese Botschaft. Die bekommst du ganz magisch in einer sehr positiven, sehr kräftigen Form, denn das ist die Energie des Geldflusses, also oder des Flusses von dessen, das du dir gewünscht hast. Das ist eine von drei Geldkarten, die ich habe, also es kann Geld betreffen, es kann aber auch Liebe betreffen oder was auch immer du möchtest. Von außen auf dich zu kommt im August, ich habe die Kraft und Stärke. Das heißt, durch deine Vollendung, und die liegt hier wirklich in der Mitte, also hier ist eine magische Erfüllung, hast du die Kraft und Stärke, jegliche Einschränkung von außen abzuwehren, zu sagen, nein, stopp. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das geht gar nicht aus, dass dich dann mit dieser kräftigen Energie
wo auch immer oder was auch immer es sein mag, ich sage jetzt mal Geld, weil das eine Geldkarte ist, dich noch einschränken lässt, glaube ich nicht. Du hast Kraft und Stärke. Aktiv sein, der männliche Aspekt, der ist wieder eine Tatkraft. Wir hatten hier die Tatkraft, das müsste der männliche Aspekt sein. Nee, ist die Energie an sich. Okay, Tatkraft. Also männlicher Aspekt ist auch eine tatkräftige Energie. Du siehst es hier im Leben. Also hier kommt etwas, was nicht nur im Geiste irgendwo ist oder dir man irgendetwas verspricht, das oder so, sondern du siehst es, du kannst das anfassen, du kannst da was tun. Jetzt tatkräftig sein, weil du das jetzt in der Hand hast. Also du machst eine Ausbildung, das könnte jetzt hier eine lange Zeit von Ausbildung ist endlich vorbei. Die hat dich genervt, die hat dich missmutig gemacht und so weiter. Also du bist hierzu, hast etwas zu Ende gebracht und bist jetzt in deiner vollen Kraft und kannst das jetzt erfüllen. Du hast dein Abitur gemacht oder du hast einen Beruf abgeschlossen, den du studiert hast und kriegst hier auch die Erfüllung. Das heißt, du kriegst den Job, den du willst, du kriegst die Anstellung, du kannst dich selbstständig machen oder was auch immer in dir drin ist und es fängt alles richtig an zu fließen. Du lässt dich nicht mehr einschränken. Du hast die Kraft, das dem entgegenzutreten und du kannst auch aktiv sein und das alles auch wirklich erfahren. Also nicht nur, genau, das wollte ich eigentlich erklären. Hier machst du eine Ausbildung und dann sagt der Lehrer, ja, wenn du mal fertig bist, dann kannst du das und wenn du mal fertig bist, dann kannst du das und so weiter. Diese Versprechungen sind nicht mehr. Hier kommt die Erfüllung der Versprechungen. Und hier haben wir eine Entwicklung, einen Fortschritt, aktiv sein. Und ich dachte mir schon, dass das jetzt auch positiv ist. Hier kommt deine Entwicklung, geht weiterhin zu mehr. Also du machst keinen Rückschritt mehr. Liebe Schütze, das ist richtig, richtig. Besonders die zwei Karten, die machen mich ganz fertig, weil die sind richtig gut. Also Magie und die Erfüllung drauf. Also die Zauberin und die Erfüllung drauf. Es geht nur Zauberin auf Zauberin, die noch besser ist. Sonst nichts, sonst gibt es nichts Besseres. Also das ist wirklich stark. Und du hast hier Karten, die Tatkraft, die Stärke ausdrücken, Tatkraft, aktiv sein, mehr, das alles sagt ein Vorankommen voraus. Der männliche Aspekt ist das aktiv sein, genau. Das bringt hier richtig, richtig Schwung rein. Und dein Fortschritt wird immer besser werden. Das heißt also, das hier ist jetzt und es wird immer besser. Ich finde das ja auch genial, mein lieber Schütze, das ist richtig schön. So, jetzt lassen wir uns mal das ein bisschen beleuchten. Also diese Grundenergie, die jetzt da hier liegt, die kann überhaupt keiner mehr nehmen. Ist egal, was ich da drauflege. Da können vielleicht mal so, es regnet mal einen Tag oder so sein, aber es kann dir keiner mehr nehmen. Also das ist richtig klasse. Also der einzige Wassermann war noch besser, war vielleicht genauso gut wie du. Vielleicht noch ein Ticken besser, aber weil der auch seinen Seelenweg da drin hat und so. Aber also wenn du irgendwas mit Wassermann zu tun hast, irgendwo und du Schütze bist oder Schütze im Aszendenten hast, dann schau dir den auch an, weil dann kann überhaupt nichts mehr schief gehen. Sag ich jetzt einfach mal. So, jetzt die Dame und die lange Zeit. Du darfst durch das, was hier passiert, lange Zeit vertrauen. Du hast gelernt, mit deinen Sorgen umzugehen und du hast gelernt, diese Sorgen praktisch rauszugehen und sie nicht mehr wiederzuholen, weil du hast hier deine Erfüllung, du hast gelernt, dein Pessimismus, das ist ja Sorgen, das sind schlechte Gefühle und das kommt da immer daher. Du hast jetzt gelernt, damit umzugehen. Vertraue dir. Du wirst nicht mehr so zweifeln oder sonst irgendetwas. Du darfst jetzt hier wirklich erhobenen Hauptes stolz weitergehen, weil du wirklich etwas geschafft hast. Und da ist es jetzt wurscht. Also hier liegt Geld. Es kann aber auch eben beruflicher Erfolg sein. Es kann Liebeserfolg sein. Hoppala, schau mal hier, das ist aufgeploppt hier. Das ist doch gar nicht schlecht. Ja. Auch in der Liebe. Hast du die ganze Zeit in der Liebe nur ins Klo gegriffen, sage ich jetzt mal. Hast du aus deinen Fehlern gelernt, aus deiner Partnerwahl gelernt und jetzt kommt eine Liebe in dein Leben, wo sie wirklich fließen darf und so weiter. Also auch das, es ist egal, um was es hier geht, hier liegt auch Geld, ja. Aber hier geht es auch, wenn es bei dir halt gar nicht ums Geld geht, nicht ums Beruf geht, sondern um die Liebe geht, auch das liegt hier. Also das, was in dein Thema jetzt gerade ist, immer das liegt hier. So, Erwartung und Erfüllung kommt in die Heilung. Also du erwartest die Heilung und die Heilung
kommt, auf allen Ebenen. Auch Krankheit könnte hier liegen, dass du viel krank warst und keine Ahnung, auch das liegt hier. Heilung heißt immer auch, natürlich auch Krankheit, aber auch Heilung von Geldnot, Heilung von Einsamkeit oder. Also Heilung ist all, auf allen Bereichen. Erfüllung, aktiver Fluss, hier liegt eine Tochter drauf, der Sohn, eine Freundin, eine Schwester oder was auch immer, die davon mit profitiert, die mit in die Heilung geht, mit dir, also eine nahestehende Person, die irgendwo auf deiner Ebene liegt, weil das ist deine Ebene. Also es ist eine nahestehende Person, die mit dir hier automatisch in die Heilung geht, die von deiner Erfüllung profitiert. Also das ist wirklich eine sehr nahestehende Person, die halt auch ja, da nicht nur etwas davon hat, sondern mit dir das erlebt. Mit dir das lebt und auslebt. Also das ist schön. Kann natürlich auch ein junger Mann sein, eine Tochter, ein Sohn, ein Freund, dein Freund. Es kann alles Mögliche sein. Es ist eine allgemeine Lebung und da ist die Tochter auch universell. Also muss man nicht als Mädchen sehen. Kann man, darf man. So, von außen will man dich einschränken. Hier kann sogar sein, dass man dich von außen mehr einschränken will. Keine Ahnung, du hast jetzt irgendeinen Fortschritt gemacht, du hast irgendwas Tolles gemacht und auf einmal kommen jetzt neue Firma, neues Glück, hast einen tollen Job und was weiß ich und jetzt kommen Kollegen aus der Firma und wollen dir jetzt erstmal sagen, hier, du bist die Neue und du musst hier dich einschränken und keine Ahnung. Niet, kommt gar nicht in Frage, du bist aktiv und das immer mehr und mehr. Aber das von außen kann es kommen oder du machst irgendwas anders und dann kommt jemand von außen und sagt, du hast da keine Ahnung von der ganzen Sache, lass mal mich machen oder irgend sowas, obwohl es deine Erfüllung und großer Erfolg ist, kommen andere und wollen davon profitieren und dadurch dich einschränken, aber du hast jetzt die Kraft, da zu sagen, nein. Du erwartest das auch irgendwo ein bisschen, siehst du, die Erwartung geht hier runter, dass man wieder anfängt, versucht, dich einzuschränken. Nein, machen wir aber nicht. So, Einschränkung siehst du im Leben. Ja, du hast hier einen Neuanfang und bei einem Neuanfang kommen immer Menschen, die alles viel besser wissen wie du. Das heißt nicht, du sollst auf niemand hören oder die Erfahrungen anderer ausschlagen, anhören, ja, aber dich nicht einschränken lassen. Wenn einer, was weiß ich, du baust jetzt ein Haus. Du hast jetzt das Geld auf irgendeine Art und Weise, dass du dir dein Wunschhaus bauen kannst. Und jetzt kommt irgendein Architekt oder sonst irgendjemand und Bauherr und sagt, ja, alles gut, aber das, was Sie da möchten, das geht nicht. Nein. Dann kannst du zu dem guten Mann sagen, okay, wenn Sie meinen, das geht nicht, dann suche ich mir jemand anders, der das kann. Ich lasse mich nicht einschränken. Also du lässt dich nicht mehr so gängeln oder alle anderen haben recht. Und dann haben wir hier auch noch den Vater. Das ist eine Person, die wirklich schützend von außen auf dich kommt, die vielleicht auch zu deiner Familie gehört, der aber dir wirklich, hier siehst du es ja, mehr Hilfe, und das ist immer eine Person, die beschützt. Also wir sehen den Vater so im Positivsten, wie man den Vater sehen kann, das heißt beschützend, wissend, liebevoll, geduldig, stark, eine starke Schulter und. So sehen wir, so ist die Energie dieser Karte. Ich weiß nicht, ich weiß, dass Väter nicht immer so sind, aber wir nehmen die Energie dieser Karte und die ist so. Und hier heißt es, wir sehen, dass immer mehr und mehr Menschen uns wirklich helfen wollen und die dürfen wir natürlich annehmen, die uns dann nicht einschränken, dass das auch ein Neuanfang ist, dass uns vielleicht Menschen, die uns vorher eingeschränkt haben, auf irgendeiner Art und Weise, weil sie es gut gemeint haben, weil sie es uns nicht zugetraut haben, oder. Jetzt auf einmal auch einen Neuanfang sehen, einfach sehen, hoppala, da hat sich wirklich was getan. Hier ist wirklich etwas, was sie selber oder er selber getan hat. Das ist sein Erfolg, seine Erfüllung. Und die hat er, sie, selber getan. Hochachtung. Man begegnet dir auch mit deinen anderen Augen. Man sieht anders auf dich. Du hast ein ganz neues Standing in deinem Umfeld. Also dass solche Einschränkungen wie das brauchst du ja jetzt gar nicht sagen, das kann die eh nicht oder die wird nie mit Geld umgehen können oder keine Ahnung, was für ein Blödsinn man von außen immer alles so sieht, wirst du Lügen strafen und die Menschheit oder die Leute um dich herum werden dich mit anderen Augen sehen und darum auch
anders auf dich zukommen. Und darum ist hier ein sehr positiver Fortschritt auch im Außen zu sehen, wie man dich sieht, weil du hier wirklich, wirklich einen super großen Erfolg hast. Also ich sage ja, die Erfüllung liegt auf der Zauberin, also besser geht nicht. Fast nicht, sage ich mal so. Gut, dann wollen wir hier noch, ja, dann nehmen wir die, weil die so raussticht hier. Was haben wir denn hier? Freiheit. Ich befreie mich selbst von meinen einschränkenden Gedanken und Gefühlen. Ja, das passt doch super da dazu. Das ist nämlich auch Freiheit. Wir schränken, lassen uns nicht mehr einschränken. Wir haben das Kraft, wir haben das Wissen jetzt, im Hier und Jetzt, uns nicht mehr einschränken zu lassen. Wir sind frei. Das ist also praktisch die Magie, das, was dich hier in Erfüllung bringt. Gib dir auch ein Stück weit Freiheit, Leben, Freude, Leichtigkeit und so weiter. Also, lieber Schütze, das ist eine super tolle Energie. Genieße diesen August. Und wie das bei dir wird, weiß ich nicht. In welchem Bereich das bei dir ist, weiß ich nicht. Weil hier ganz viele Bereiche liegen. Das Einzige, was wirklich liegt, ist Geld. Es kann aber auch, das zum Beispiel könnte der Chef sein, der dich jetzt auf einmal mit anderen Augen siehst. Weil du, ich weiß nur, dass du etwas gelernt hast, woran du dran gearbeitet hast, wo du Zeit reingesteckt hast, vielleicht schon lange Zeit etwas probiert hast, etwas getan hast, was jetzt diesen Erfolg mit sich zieht. Das hast du selber getan. Und darum bist du hier so präsent. Denn du hast das getan. Jetzt hast du es erreicht. Ende. Hier hast du Prüfung bestanden. Wie auch immer sie ausmachen. Jetzt darfst du dir lange Zeit vertrauen. Du darfst dir jetzt immer vertrauen. Denn du weißt jetzt, du kannst das. Und das ist das Ergebnis von deinem eigenen Tun. Und das ist das, warum dich die Welt von außen dann auch ganz anders sieht. Dich neu bewertet. Und ja, du vielleicht auch neue Menschen kennenlernst, auch das ist hier drin. Hier ein neues Leben anfängst, du siehst die Welt anders. Lange Zeit Erfüllung, was du auch siehst, was du leben kannst. Du lernst hier einen aktiven Geldfluss immer mehr zu mehren oder aktive Gefühle oder Freunde oder was auch immer. Also, lieber Schütze, du gehst in die Freiheit. Superklasse. In diesem Sinne, habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe 3 Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis. Und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen. Dauert gar nicht lang. Nur, dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte. Erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will.
machen wollte mit diesen Karten, kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung, und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden, und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link, da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen, und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne, und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.